Heute erwarten euch endlich mal wieder gruselige Fakten. Ihr habt auf Twitter abgestimmt und ab jetzt gibt es dadurch immer 20 Fakten pro Video. Hallo zusammen. Wie manche von euch vielleicht schon wissen, kommt dieses Faktenformat ja eigentlich von meiner Instagram-, Facebook- und Twitter-Seite. Aber wie immer will ich den YouTube-Leuten die Fakten nicht vorenthalten. Und ich wünsche euch hiermit eine gute Unterhaltung. Nummer 1. Wenn du einer Person das Herz brichst, kann die Person tatsächlich daran sterben. Das Ganze nennt sich Broken Heart Syndrome und obwohl es nur mit psychologischen und emotionalen Änderungen zu tun hat, kann das Herz dadurch wie bei einem echten Herzinfarkt einfach stehen bleiben. Deshalb solltet ihr immer darüber nachdenken, was ihr zu Leuten sagt und wie ihr es sagt. Worte können manchmal verletzen, und zwar so weit, dass es wirklich tödlich sein könnte. Nummer 2. Würde man jahrelang in völliger Stille leben, kann es sein, dass man vollständig taub wird. Das Gehirn kann den unnötigen Sinn einfach abschalten, da er ja scheinbar nicht mehr benötigt wird. Nummer 3. In der Schlacht von Gallipoli 1915 sind zwei Gewehrkugeln in der Luft miteinander kollidiert. Die Chance hierfür ist etwa 1 zu einer Billiarde. Die zwei Kugeln hängen übrigens in einem Museum. Nummer 4. Der griechische Philosoph Chrysippus von Soloi verstarb, weil er zu stark über seinen eigenen Witz lachte. Nummer 5. Die USA besitzen offiziell ein Patent, das beschreibt, wie man Menschen psychologisch und durch Frequenzen und gezeigten Bildmaterial im Fernsehen manipulieren kann. Das Patent US 6506148B2, ihr könnt es gerne nachschauen, das ist wirklich verdammt gruselig. Zum Glück schaue ich kein Fernsehen mehr. Nummer 6. Menschen, die an Hypnophobie leiden, haben panische Angst davor einzuschlafen. Die Gründe hierfür sind meist Angst davor, im Schlaf zu sterben oder Angst vor Albträumen. Nummer 7. Wenn eine HIV-positiv infizierte Person mit einer anderen HIV-positiv infizierten Person Sex hat, kann daraus eine Superinfektion entstehen. Die beiden HIV-Virenstämme der beiden Menschen können sich zu einem neuen Superstamm formen. Diese Supervirenstämme sind dann meist immun gegen jegliche HIV-Medikamente. Cartman aus South Park hat also wirklich recht, es gibt einfach wirklich Super-AIDS. Nummer 8. Die Avengers ist nicht nur eine beliebte Comic- und Filmreihe, sondern es gab die Avengers auch wirklich. Und zwar war das eine Gemeinschaft jüdischer Attentäter, die sich 1945 zusammengeschlossen haben, um Nazis zu jagen und hinzurichten. Sie nannten sich Neckam, was eben übersetzt so viel wie The Avengers oder auf Deutsch die Rächer bedeutet. Sie machten dabei allerdings keinerlei Unterschied zwischen Kriegsverbrechern und dem normalen deutschen Volk. Sie wollten nämlich unter anderem das Trinkwasser im kompletten Land vergiften, was sie eigentlich dann ja nicht besser macht. Nummer 9. In Amerika, genauer in Arizona, beging eine depressive Frau kurz vor Halloween Selbstmord. Sie hängte sich in ihrem Garten. Aufgrund von Halloween dachten Autofahrer und Nachbarn, es handelt sich nur um eine sehr gruselige und echt wirkende Dekoration. Erst 3 Tage später rief jemand zur Sicherheit die Polizei an, die dann die Leiche entdeckte. Nummer 10. Nong Yui aus Dahui in China hat nicht nur strahlend blaue Augen, wie es in China äußerst selten ist, sondern auch eine echte Real-Life-Superkraft dadurch. Nachts reflektieren seine Augen ähnlich wie bei Katzen und er kann tatsächlich nachts auch so gut sehen wie Katzen. Wie diese Genmutation zustande gekommen ist, ist bislang noch unklar. Bei einem Test mit einem Wissenschaftler konnte er in einem völlig abgedunkelten Raum klar sehen und sogar lesen. Nummer 11. Lilly Lindeström wurde 1932 tot in ihrer Wohnung in Stockholm in Schweden aufgefunden. Das Besondere an diesem Fund, ihr Körper war blutleer. Die Mediziner gingen davon aus, dass der Täter ihr ganzes Blut getrunken hat.
Bis heute ist ungeklärt, wer der Vampir von Atlas war und wie er sie ohne Spuren zu hinterlassen leersaugen konnte. Nummer 12. Dieses Haus im Hintergrund steht in England und wird dort The Cage, also der Käfig genannt. Im Mittelalter wurden in diesem Haus Hexen gefangen gehalten, bevor sie gehängt wurden. Das Haus findet aufgrund dieser Geschichte keinen neuen Käufer. Nachbarn und ehemalige Besitzer berichten von gruseligen Geistererscheinungen. Es gibt übrigens ein Update zu diesem Fakt, denn scheinbar wurde das Haus mittlerweile doch verkauft, und zwar von einer Frau. Warum, ist noch unklar, vielleicht will sie auch nur die Geister beobachten. Nummer 13. Indische Auftragskiller aus dem Darknet verlangen gerade einmal 25.000 indische Rupie, um jemanden verschwinden zu lassen. Das sind umgerechnet gerade einmal 290 Euro. Nummer 14. In der kalten Jahreszeit ab Oktober suchen Spinnen immer in Häusern und Wohnungen Schutz vor der Kälte. Also in den kalten Monaten werdet ihr immer mehr Spinnen bei euch zu Hause finden. Aber denkt daran, sie wollen es doch auch nur kuschelig haben. Nummer 15. Ein 9-Jähriger aus Mississippi in Amerika hat seine 14-jährige Schwester brutal mit einem Kopfschuss hingerichtet. Der Grund dafür: er konnte nicht weiterzocken, da es ihm den Controller nicht gab. Nummer 16. In Amerika gab es lange Zeit den Mythos von Charlie No Face. Dabei handelt es sich um ein Wesen ohne Gesicht, das besonders nachts an abgelegenen Wegen spazieren soll. Es war kein Mythos, sondern echt. Der Mann hieß Raymond Robinson und hatte einen Unfall mit Starkstrom, wodurch er Augen und Nase verlor. Ich selbst habe ein Video über Charlie No Face gemacht, das habe ich euch natürlich in den Kommentaren und in der Infobox verlinkt, falls ihr mehr über ihn erfahren wollt. Nummer 17. Ein Jahr nachdem die Ehefrau von dem niederländischen Autor Richard Klinkhammer spurlos verschwand, veröffentlichte er ein Buch namens Wednesday Gehacktag, was übersetzt so viel heißt wie Mittwoch Hackfleischtag. In dem Buch werden seltsamerweise 7 Arten detailgetreu beschrieben, wie er seine Frau hätte ermorden können. Auch in Interviews scherzte er immer wieder, sie getötet zu haben. Es war aber gar kein Scherz. Er hatte sie übrigens an einem Mittwoch ermordet, wodurch der Buchtitel noch schrecklicher wird. Nummer 18. Laut einem Ritual soll es möglich sein, zu Hause mit Verstorbenen zu kommunizieren. Man stellt dafür einen schwarzen Spiegel auf und dimmt das Licht. Künstliches Licht sollte möglichst vermieden werden. Der Spiegel sollte nur mit ein paar Kerzen leicht beleuchtet werden. Dann stellt man einen Sessel vor den Spiegel und setzt sich hin. Nun konzentriert man sich auf den Spiegel, um die gewünschte Person dort drin zu sehen. Viele berichten, dass das Ritual wirklich funktionieren soll und warnen davor, es leichtsinnig durchzuführen. Man weiß nie, welche Dämonen oder böse Geister man damit herlocken könnte. Nummer 19. Nahe der schottischen Stadt Milton gibt es eine verfluchte Brücke, die Overton Bridge. In den letzten 70 Jahren sind auf dieser Brücke über 600 Hunde in den Tod gesprungen. Einige haben schwere Verletzungen, 50 starben dabei sogar. Es ist bis heute ungeklärt, warum die Hunde immer wieder genau an dieser Stelle in die Tiefe springen. Es gibt eine Theorie, dass die Hunde aufgrund der Bauart der Brücke nicht erkennen können, wie tief es dort hinuntergeht und es für sie nur wie ein Meter oder so aussieht. Und es gibt auch noch die Theorie, dass die Hunde von einem Geruch in die Tiefe gelockt werden. Einige bleiben aber auch bei dem Fluch und sagen, böse Geister oder Dämonen zwingen die Hunde sozusagen, in den Tod zu springen. Nummer 20. Hast du dir bei einer Klippe, einer Brücke oder einer Aussichtsplattform auch schon mal gedacht, wie es wäre, da jetzt einfach in die Tiefe zu springen? Damit bist du nicht alleine. Auf Französisch und Englisch gibt es sogar einen Begriff dafür. Frei übersetzt nennt sich das Phänomen Ruf der Leere. Diesen Gedanken haben aber nicht nur depressive Menschen, die überlegen, sich umzubringen. Es wird vermutet, dass das Gehirn aufgrund des erhöhten Pulses durch die Höhe eine Erklärung dafür erfindet, warum der Puls so hoch ist. Es wird sozusagen dann damit erklärt, dass wir daran denken, wie es wäre, darunter zu springen. Ziemlich weird das Ganze. Übrigens meinten auch viele von euch in den Kommentaren auf Facebook, Instagram und Twitter, dass sie das auch oft beim Autofahren haben. Also dass sie dann denken,
wie es wäre, da jetzt einfach in den Baum oder einfach in den Gegenverkehr zu fahren. Oder auch beim Spazierengehen, wie es wäre, vor ein Auto zu springen. Echt gruselig und mysteriös das Ganze. Welcher gruselige Fakt hat euch am meisten beeindruckt? Schreibt es gerne in die Kommentare, bin schon sehr gespannt darauf. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonniert mich gerne und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Hier kommt ihr noch zu 2 weiteren gruseligen Videos und bis zum nächsten Mal. Ciao.